Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör zu einer Extra-Ausgabe von unserem Live-Shopping. Das klingt jetzt spannend, ist es auch. Wie Sie wissen, überraschte uns ja ESO mit einer weiteren Neuheit und das kurz vor Weihnachten. Es ist das Modell der Rangierlokomotive vom Typ KG 230. Und zu einem Modell gehört auch immer ein Vorbild. Zunächst ein paar interessante Facts von dieser Lok. In der Leistungsklasse einer KÖF 3 bot Deutz ab 1962 die zweiachsige dieselhydraulische KG 230B an. KG steht dabei für Kleinlok mit Gelenkwellenantrieb. 230 für die Leistung in PS und B für die Achsfolge. Der hauseigene, luftgekühlte 12-Zylindermotor A12L714 leistete 230 PS bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Die 7 für explosionssensible Werke gebaute KG 230 trugen abweichend einen wassergekühlten 6-Zylinder-Dieselmotor. Als Rennsemmeln unter den Deutz KG dürften die KG 275B gelten, die bis zu 46 km/h schnell waren. Die Getriebe der meisten Lokomotiven wurden zugunsten der Zugkraft auf eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 20 und 37 km/h eingestellt. Deutz lieferte insgesamt 64, Henschel noch 3 KG 230B, vorwiegend an deutsche Eigentümer, aber auch nach Frankreich, Italien, Luxemburg und in die Niederlande. Ein Exemplar beschaffte die Deutsche Bundespost, weitere Loks im Staatsdienst gab es bei der italienischen Staatsbahn FS und der spanischen Renfe. Die meisten Maschinen kamen jedoch bei der Industrie als Werkloks zum Einsatz, wie beispielsweise BASF, RAG, Wintershall, BP, DEA, Shell, VTG, Thyssen Mannesmann, Feldmühle AG, Krupp Stahl, Rhein-Preußen, Rhenus, RWE, Ford, MAN, Volkswagen, Kali und Salz, Portland Zement, Holcim Zement, Südzucker AG und. Also eine ganze Latte. Ja, und jetzt, liebe Freunde, komme ich eigentlich zu den Modellen. Und hier stehen sie nun, die verfügbaren Varianten vor Ihnen. Mit der Artikelnummer 31432 in Ausführung der BASF Epoche 4 Vorbildzustand um 1982. Mit der Artikelnummer 31433 der nächste Kandidat. Ausführung als Lok Bundespost in der Epoche 3, Vorbildzustand um 1967. Die nächste Lok, die Artikelnummer 31434, Ausführung als V570 der RAG in Epoche 4, Vorbildzustand um 1972. Dann haben wir noch eine. Das ist der Kandidat hier. Das ist die Artikelnummer 31437, Ausführung der Südzucker in Epoche 4, Vorbildzustand um 1985. Ja. Dann haben wir natürlich noch einen Kandidat. Das ist diese Maschine mit der Artikelnummer 31440, Ausführung der Kali und Salz, Epoche 4, Vorbildzustand um 1982.
82. Und last but not least, die letzte im Bunde der sechs Varianten, die Artikelnummer 21442, Ausführung der Preussack, Epoche 5, Vorbildzustand um 1992. Also eine ganz aktuelle Maschine sogar noch. Alle Loks, liebe Freunde, kommen mit folgender bewährter ESO-Ausstattung zu Ihnen nach Hause aufs H0-Gleis. Alle haben den ESO Lok Sound 5 an Bord. 30 abrufbare digitale Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung. Dann hat diese Lok einen neu entwickelten Rauchgenerator. Da haben Sie richtig gehört, denn auch diese Lok kommt mit Rauch. Und Sie können sich ja vorstellen, bei so einer kleinen Größe musste der Rauchgenerator neu entwickelt werden. So, dann gibt es eine elektronische Kupplung, die sogar höhenverstellbar ist, damit Sie also auch Ihre Wagen, die Sie rangieren wollen, mit dieser Kupplung wunderbar anpassen können. Und jetzt kommt's, was das Beste an der ganzen Geschichte ist. Sie ist für alle Bügelkupplungen geeignet. Sie erinnern sich vielleicht, es gab immer den Text bei ESO für alle nicht metallischen Bügelkupplungen. Auch hier wurde viel Gehirnschmalz in diese Lok gelegt und in diese elektronische Kupplung. Jetzt gilt sie für alle Kupplungen und sie können sogar aus Metall sein. Ja, und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen dann anschließend gleich. So, dann ist natürlich auch eine Universalelektronik wiederum verbaut, dass also AC- und DC-Betrieb durch entsprechendes Umschalten, einfaches Umschalten am Lokboden möglich ist. Und der Schienenschleifer kann einfach de- oder montiert werden durch beigelegtes Werkzeug. Alles keine Hexerei, alles kein Problem. Der Lok Sound 5 übrigens beherrscht neben M4 auch DCC mit Railcom Plus, Motorola und Selectrix. Er kann sowohl mit DCC als auch mit MacLean-Zentralen programmiert werden. Der Decoder übrigens erkennt die Betriebsart immer automatisch. Sie brauchen also dabei nichts selbst einrichten. Das ist doch mal eine ganz praktische Angelegenheit. So, jetzt kommen wir noch mal zu ein paar kleinen Einzelheiten, die ich Ihnen gern noch zeigen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal eine Lok hier raus, stelle sie noch mal hin. Diese Lok hat zum Beispiel einen Zink-Druckgussrahmen, also relativ schwer. Die Lok ist vorwiegend aus Metall gefertigt und hat auch federnde Puffer. Ich zeige Ihnen das mal. Ah, toll. So, es gibt viele angesetzte Teile wie Handläufe, Gitter oder Stützen. Und was auch sehr interessant ist, liebe Freunde, die extra geätzten umlaufenden Fußgitter wie auch Tritte. Wunderbar fein geätzt. Der Führerstand ist, wie auch schon bei der V200, die ESO vorgestellt hat als Neukonstruktion vor einigen Wochen, mehrfarbig ausgeführt. Selbstverständlich hat diese Lok auch ein Powerpack. Das heißt also, es ist ja eine relativ kurze Lokomotive. Es könnte hier und da bei weichen Fahrten vielleicht Probleme geben. Und das Powerpack hilft da ganz gehörig dabei, dass eine unterbrechungsfreie Fahrt möglich ist. Und dass es funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Mit dem neuen Lok Sound 5 Decoder ist auch der neu entwickelte Rauchgenerator gekoppelt. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Spezialität von ESO. Und ich sage immer, schade, dass der Rauch weiß ist. Bei einem Diesel sollte es eigentlich schwarz sein. Aber vielleicht kommt es ja noch.
So, und wie das Ganze mit dem Sound funktioniert und dem gekoppelten Rauchgenerator, stelle ich Ihnen jetzt vor. Natürlich ist auch ein entsprechend modernes geschaltetes Lichtpaket an Bord. Das heißt also in Fahrtrichtung geschalten ein Dreispitzsignal und das Schlusslicht hinten rot in Fahrtrichtung entsprechend abhängig geschalten. Und natürlich hat auch diese Maschine eine moderne Rangierbeleuchtung. Das heißt also in Fahrtrichtung auf der linken Seite und am Ende ein weißes Licht rechts. Am Anfang hatte ich Ihnen ja bereits gesagt, dass 30 schaltbare Funktionen möglich sind. Ein paar davon habe ich mir mal ausgesucht, um sie Ihnen vorzustellen. Ja, das erste ist also erstmal die Funktion F0, das Licht. Eine weitere Funktion, schalten Sie mit F1 den Sound. Mit F2 betätigen Sie das Signalhorn. F3, der Raucherzeuger. Mit F4 kuppeln Sie die Wagen an oder ab, mit dem sogenannten Kupplungswalzer. Mit F7 schalten Sie das Führerstandslicht. Und mit F14 schalten Sie die Führerpultbeleuchtung ein bzw. aus. Mit F8 die eben erwähnte Rangierbeleuchtung. Mit F15 schalten Sie die Glocke ein. Mit F12 schalten Sie den Rangierfunk, hier speziell
die Längeneinteilung beim Heranfahren an den Zug. Es gibt noch zwei weitere Funktionsmöglichkeiten, wo Sie entsprechend Rangierfunk einschalten können. Und last but not least, mit F10 schalten Sie die Arbeitsbeleuchtung an der Lok. Eine weitere Spezialität bei ESO ist natürlich auch beim Bremsen der Funkenflut an den Bremsklötzern. Soweit, liebe Freunde, die Vorstellung dieser neuen ESO-Rangierlok, der KG230, mit der wir hier überrascht worden sind. Nun möchten Sie natürlich wissen, was kostet das? Das ist ja auch das Wichtigste. Diese Lok hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 429 Euro. X-Train 24 macht Ihnen jetzt folgendes Angebot. Alle die hier angebotenen 6 Varianten sind zu einem Preis pro Stück von 399,50 € von uns hier im Angebot und sofort lieferbar. Tja, das war's jetzt, liebe Freunde. Die Überraschung und unser Live-Shopping extra mit dieser fantastischen Diesellok, die sehr viel Spaß macht, die auch noch top aktuell ist und außer der Bundespost-Variante alle noch sich des Lebens erfreuen und fleißig im Einsatz sind. Und jetzt sind Sie dran, diese Maschine auf Ihrer Anlage genauso fleißig einzusetzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser tollen Rangierlok und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Puttig.